Liebe Schwestern und Brüder, die Sätze, die wir hören, sowohl aus dem Propheten Daniel wie aus dem Mund Jesu, wir nennen sie apokalyptische Sätze. Sätze, die etwas enthüllen, die etwas zeigen. Aber was zeigen sie? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die Deutung einer solchen Literatur, solcher Sätze, solcher Aussagen sind sehr unterschiedlich. Der Prophet Daniel gibt dem König Nebukadnezar, dem mächtigsten Mann seiner Zeit, eine entsprechende Deutung, die von den vier Reichen, die aufeinander folgen. Man hat ganz unterschiedliche Beziehungen hergestellt. Das muss uns gar nicht weiter aufhalten. Und es gilt das Wort Jesu: Lasst euch nicht in die Irre führen. Was uns beschäftigen muss, ist jenes kleine Zeichen, das in dieser Vision des Daniel geschieht. Das durch einen kleinen Stein, den Gott ins Rollen bringt, ganze Imperien, ganze Weltmächte weggefaked werden. Denn alle stehen sie auf tönernen Füßen. Alle. Unüberwindliche Reiche. Wenn wir jetzt verborgene Katholiken in China wären, wir würden denken, dieses System geht nie zu Ende hier. Wir wissen das nicht. Aber auch dieses System, wie jeder andere, das amerikanische oder welches auch immer, und wir fühlen uns in unserem Land so sicher und wohl, es passiert gar nichts Aufregendes, alles steht auf tönernen Füßen. Aber dieser Stein, den Gott ins Rollen gebracht hat, ganz im Verborgenen, dessen Beginn des Rollens wir in wenigen Tagen wieder feiern. Dieser Stein, der Jesus Christus ist, der Eckstein der ganzen Welt, der Eckstein und Schlussstein seiner Kirche, an dem sich alles entscheidet, der rollt und einige werden an ihm zerschellen, wie Jesus selber sagt, und der anderen Festigkeit gibt. Es geht allein um ihn. Und in all den Wirren, in all dem, was uns beschäftigt, im Kleinen wie im Großen, ob in der großen Weltpolitik oder in unserem kleinen Provinzbistum, alles mag zunächst erschütternd wirken, und doch geht es immer nur um diesen einen Stein, um Christus, der im hintersten Winkel der Welt geboren wurde, im Verborgenen lebte und nur eine Handvoll Menschen gepredigt hat. Und doch verändert sich seither die ganze Welt auf ihn hin. Und wir haben es am Sonntag gehört. Am Ende wird ihm alles unterworfen sein. Denn seine Herrschaft, die jetzt noch verborgen ist, wird alles an sich ziehen, um alles zu verwandeln in die guten Absichten Gottes.